Heute sprechen wir mal über zwei interessante Flugzeugauslieferungen, die es in der vergangenen Woche beim US-Flugzeughersteller Boeing gab. Das sind beides Meilensteine und wir schauen uns mal an, welche Geschichte es vor den Meilensteinen zu erzählen gibt und was jetzt danach noch kommen wird. Ich versuche euch mal ein paar interessante Informationen dazu rauszusuchen. Und das eine, was wir da haben, ist die 787. Auslieferung einer Boeing 787, eines Dreamliners. Das ist vielmehr ein interessanter Fakt als ein wirklicher Meilenstein. Für Boeing allerdings sehr wichtig und aussagekräftig. Diese Auslieferung fand am letzten Donnerstag statt und am Freitag gab es dann die letzte für Ryanair bestimmte Boeing 737-800. Klingt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich so. Mit den Auslieferungen geht es aber selbstverständlich weiter. Nur dann halt eben nicht mehr mit der 737-800, sondern dann mit der Boeing 737 MAX 200. Und das gucken wir uns auch nochmal ein bisschen genauer an. Viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, also 787. Boeing 787. Klingt nach einer ganzen Menge, ist auch eine ganze Menge und für Boeing ein wichtiger Meilenstein, auf den man jetzt lange Zeit hingearbeitet hat und dem man immer mal wieder angekündigt hat, dass er jetzt bald vor der Tür steht. Jetzt ist es soweit, die 787. Boeing 787 hat man an China Southern Airlines ausgeliefert und für die, die meine Videos schon etwas länger verfolgen, die haben diese Information natürlich schon etwas häufiger aus meinem Mund gehört. Für alle, die jetzt neu dabei sind, nur mal kurz der schnelle Überblick. Von der Boeing 787 in der Version -8 konnte Boeing mittlerweile 360 Stück ungefähr ausliefern. Von der Version -10 sind es mittlerweile 10 Flugzeuge und von der Boeing 787-9 konnte man bis zum aktuellen Zeitpunkt bereits über 400 Maschinen ausliefern. Damit ist die 787-9 die beliebteste Variante des Dreamliners und auch die mit Abstand gefragteste Variante, denn Boeing hat zum aktuellen Zeitpunkt noch knapp 400 offene Bestellungen für solche Flugzeuge. Das dürfte daran liegen, dass die 787 in der Version -9 wahrscheinlich die spannendsten und interessantesten Leistungswerte liefern kann aus der Dreamliner-Familie und dass das Flugzeug für die meisten Fluggesellschaften eben genau den richtigen Kompromiss zwischen Größe, also Sitzplatzanzahl, und möglicher Reichweite bieten kann, um die aktuellen Point-to-Point-Verbindungen am Markt wirklich gut bedienen zu können. Der Flugzeughersteller selbst ist dabei wahnsinnig stolz darauf, dass scheinbar mit der 787, mit dem Dreamliner, ganz, ganz viele neue Non-Stop-Verbindungen hinzugekommen sind. Scheinbar sollen es mit der 787 sogar über 200 Stück sein. Und gerade bei der 787-9 ist man sehr stolz darauf, dass sie viele neue Ultralangstrecken möglich gemacht hat. Dabei muss man aber dazu sagen, dass die 787 auch in der Version 787-9 diese Langstrecken nicht erst möglich gemacht hat, in dem Sinne, dass man sie erst jetzt fliegen kann, sondern das Flugzeug hat dafür gesorgt, mit seiner Effizienz, dass diese Routen für die jeweiligen Fluggesellschaften, als Paradebeispiel die neue Verbindung von Perth nach London, eine Qantas-Verbindung, was sich ganz nebenbei übrigens mit Auslastung von über 90% als sehr attraktive neue Flugverbindung herausgestellt hat, die 787 gerade in der Version -9 hat solche Ultralangstrecken halt gerade eben erst dadurch möglich gemacht, dass sie für die Fluggesellschaften nun durch die dazugewonnene Effizienz lukrativ geworden sind. Diese Fähigkeit besitzt neben dem Dreamliner, neben der Boeing 787 selbstverständlich auch der Airbus A350, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass 8 der 10 längsten Flüge der Welt in den letzten 3 Jahren eröffnet wurden und 6 dieser Verbindungen mit einem A350 oder eben einer Boeing 787 bedient werden. Die längste dieser Verbindungen ist dabei die gerade erst wieder neu eröffnete Strecke von Singapur nach New York, betrieben von einem Singapore Airlines Airbus A350 in der Ultra Long Range Variante. Damit fallen 3 dieser 6 Verbindungen auf den Airbus A350 und die 3 übrig gebliebenen auf die Boeing 787. Dabei wird jedes Mal eine Boeing 787-9 eingesetzt. Mit anderen Worten, Boeing schaffte es mit der Boeing 787 seit der Erstauslieferung am 25. September 2011 an All Nippon Airways aus Japan, die Möglichkeit für die Fluggesellschaften aufzubauen, neue oder schon dagewesene Routen jetzt wirklich effizient zu betreiben. Das kündigte sich aber selbstverständlich auch schon vor dem Erstflug der Boeing 787 im Dezember 2009 an. Dazu muss man jetzt aber sagen, dass es davor zu massiven Verzögerungen kam und auch danach sollte es noch zu massiven Verzögerungen kommen, die sich dann bei der Erstauslieferung Ende 2011 auf über 3 Jahre summiert hatten. Nichtsdestotrotz konnte man die Boeing 787 bis zum April 2007, also
knapp 2 Jahre, mehr als 2 Jahre vor dem Erstflug der 787, da konnte man das Flugzeug bereits über 500 Mal verkaufen. Und Mitte 2008 lagen dann bereits über 900 Bestellungen auf dem Schreibtisch bei Boeing. Diese Zahlen waren ziemlich beeindruckend, sie sind es auch heute noch und sie waren gleichzeitig ein Rekord für die Vorverkaufszahlen eines zivilen Verkehrsflugzeuges, ohne dass die Maschine zu diesem Zeitpunkt ja irgendwann mal in der Luft war. Aber gut, es deutete schon da also auf die Entwicklung hin, die man dann in der zivilen Luftfahrt in den nächsten Jahren erleben sollte. Bis heute konnte Boeing knapp 1400 Bestellungen für alle drei Varianten der Boeing 787 einsammeln. Die älteste 787, die man ja wie gesagt Ende 2011 an All Nippon Airways in Japan ausgeliefert hatte, ist somit jetzt schon über 7 Jahre im aktiven Liniendienst unterwegs. Kinderkrankheiten des Fliegers, außer bei den Motoren der Boeing 787 hat man mittlerweile auch alle behoben. Von Batteriebränden hat man bei der 787 schon jahrelang nichts mehr gehört. Und auch wenn man auf jeden Fall sagen muss, dass bei diesem Flugzeug auf gar keinen Fall alles reibungslos über die Bühne ging. Die Maschine, das 787-Projekt, ist auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Erfolg für Boeing. Es ist ein wegweisendes Projekt und die 787 trifft den Nerv der Fluggesellschaften und auch den Nerv vieler Passagiere. Und ganz wichtig zu sagen, bis zum aktuellen Zeitpunkt gab es mit keiner der 787 ausgelieferten Boeing 787 einen Unfall mit Todesopfern oder einen Totalverlust. Und das darf selbstverständlich auch gerne so bleiben. Dazu jetzt nochmal ein paar Informationen zu dem jetzt speziell 787. ausgelieferten Dreamliner. Das Flugzeug wurde am Donnerstag an die Leasinggesellschaft AerCap übergeben und wird jetzt von China Southern Airlines betrieben. Dabei handelt es sich übrigens um eine 787-9 und auf dem Rumpf der Maschine steht auch drauf, dass es sich hierbei um die 787. 787 handelt. Nicht, dass man das noch vergessen könnte, das wäre schlecht. Und so viel also erst einmal zum lang ersehnten großen Meilenstein in den Dreamliner-Auslieferungen, welcher ja ganz nebenbei erst die Hälfte von dem beschreibt, was da insgesamt an Auslieferungen bei der 787 mindestens zusammenkommen wird. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass die Zahl noch eine ganze Ecke größer wird, wenn sich Emirates dann irgendwann dazu entscheidet, die Absichtserklärung für die 787-10 dann wirklich in eine Bestellung umzuwandeln. Beziehungsweise vielleicht kommt Lufthansa dann ja sogar nochmal um die Ecke und kauft Boeing 787. Das könnte da auch durchaus nochmal spannend werden. Und so kommt man bestimmt über 1500, vielleicht sogar 1600 Boeing 787 Bestellungen. Wer weiß. Am Tag darauf gab es dann, wie anfangs bereits erwähnt, eine weitere sehr interessante, wichtige Auslieferung eines neuen Flugzeuges. Und zwar bekam Ryanair die letzte für sie bestimmte neue Boeing 737-800. Das ist dahingehend sehr interessant, weil wir alle wissen, dass diese Billigfluggesellschaft ihre komplette Flotte auf diesem einen Flugzeugtypen aufbaut, auf der Boeing 737-800. Das war selbstverständlich nicht immer so. Ryanair hatte zum Beispiel auch Flugzeuge vom Typ BAC-111 in der Flotte oder sogar Turboprops von ATR und selbstverständlich auch frühere Versionen der Boeing 737, unter anderem die Boeing 737-200. Wirklich erfolgreich wurde die Fluggesellschaft allerdings erst mit der Umstellung auf die reine 737-800 Flotte. Heute betreibt Ryanair aktiv ganze 440 Flugzeuge vom Typ Boeing 737. Das hat viele völlig klare Vorteile, vor allem für eine Billigfluggesellschaft, denn dadurch, dass diese Flugzeuge sich so gut wie gar nicht voneinander unterscheiden, nimmt das sehr viel Komplexität aus dem Unternehmen. Es nimmt Komplexität aus der Planung, aus dem Training, aus der Technik, aus einfach allem, was sonst auf irgendeine Art und Weise wieder Geld kosten würde. Insgesamt baute Boeing in den vergangenen Jahren über 530 Maschinen, nur vom Typ Boeing 737-800, nur für Ryanair. Das ist eine ganze Menge. Die ersten Maschinen, die ältesten Maschinen, die ersten bekam Ryanair bereits im Jahre 1999, hat man mittlerweile natürlich längst wieder ausgeflottet, denn Ryanair betreibt die Flugzeuge im Idealfall eben genau so lange, wie sie im streng gerechneten Plan der Fluggesellschaft gerade noch effizient und dadurch lukrativ fliegen können. Man betreibt die Flugzeuge also theoretisch bis zu genau dem Punkt, wo sie dann durch altersbedingte Mängel oder aber eben durch vorgeschriebene Checks für die Fluggesellschaft zu teuer werden würden. Dann kauft man einfach neue Exemplare und tauscht die alten Flugzeuge gegen neue Flugzeuge aus. Diese Strategie fährt Ryanair also auf genau diesem einen Flugzeugtypen jetzt seit knapp 10 Jahren. Ab 2019 wird dann allerdings eine andere Maschine in die Flotte der Ryanair kommen mit einer ziemlich interessanten Veränderung. Ab 2019 baut Boeing nämlich für Ryanair die sogenannte 737 MAX 200, ein Flugzeug auf der Basis der 737 MAX 8. Das ist eine spezielle Variante, die sich dahingehend von der MAX 8 unterscheidet, dass sie schlicht und einfach mehr Sitzplätze bietet. Also es können mehr Passagiere in diesem Flugzeug unterwegs sein.
Das wird dann rechtlich durch einen zusätzlichen Notausgang hinter den Tragflächen der 737 MAX 200 möglich gemacht. Und die Veränderung ist dahingehend sehr interessant, dass Ryanair von da an ab 2019 und in den darauffolgenden Jahren werden mindestens 135 Maschinen des Typs von Boeing an Ryanair ausgeliefert. Die Veränderung ist dahingehend sehr interessant, dass Ryanair von dort an nicht mehr unbedingt nur ein Flugzeug mit genau 189 Sitzplätzen in der Flotte haben wird, sondern dann eben mit maximal 197 Sitzplätzen. Selbst so eine kleine Veränderung, so eine kleine Differenz wird die eben angesprochene Komplexität im Unternehmen Ryanair steigern. Zum Beispiel eben, wenn eine 737 MAX 200 aus welchen Gründen voll ausgebucht ausfällt und dann durch eine 737-800 ersetzt werden soll. Das funktioniert nicht einfach so ohne Probleme, ohne dass Leute am Flughafen stehen bleiben müssen und Ryanair sich um diese Gäste kümmern muss. Aber gut, das Risiko, das da besteht, das wird man als sehr überschaubar errechnet haben. Und die Effizienzvorteile, die liegen selbstverständlich völlig klar auf der Hand. Man hat zum einen Effizienzvorteile durch die neueren Triebwerke der 737 MAX und auch schlicht und einfach dadurch einen Effizienzvorteil, dass in diesem Flugzeug mehr Leute mitfliegen können. Ziemlich interessant, oder? Wenn man zwei vom Ding her gleich große Rümpfe hat, wie in die eine Maschine nur 189 Sitzplätze passen, in die andere dann 197, wo die immer den ganzen Platz herbekommen. Naja, auf jeden Fall ist das auch nicht alles schlecht. Die 737 MAX 200 ist selbstverständlich auch für die Passagiere deutlich wahrnehmbar leiser als der Vorgänger. Und die 737 MAX 200 bietet zum Beispiel etwas größere Fenster. Na gut. Immerhin. Dieses Flugzeug werden wir dann brandneu ab dem Frühjahr 2019 bei der irischen Billigfluggesellschaft finden. Also, so viel erst einmal zu den beiden Meilensteinen, die es dann in der letzten Woche bei Boeing zu feiern gab. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein großes Dankeschön geht heute raus an Damian und an Patrick, die mich seit knapp 2 Tagen jetzt mittlerweile sehr großzügig und tatkräftig auf meiner Patreon-Seite unterstützen. Vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.